Hallihallo. Ich mache heute mal einen ganz einfachen gemixten Haul. Ja, also ist jetzt eigentlich nicht geplant gewesen. Ich habe jetzt auch nicht so richtig die Sachen vorbereitet. Ja, ist jetzt einfach mal ganz spontan. Und zwar, wir fangen mal an mit Muckkreation. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es jetzt, ich muss das mal rausholen, im Facebook immer wieder. Ist. Hier kann ich das euch einmal zeigen. Muckkreation, das ist die Ramona. Ja, sie macht tatsächlich momentan bei Facebook immer so Aktionen, also eigentlich eher Auktionen. Also ihr könnt da mitbieten. Und da habe ich jetzt schon zweimal mit, nee, eigentlich sogar dreimal. Das eine ist immer noch unterwegs. Das war aber, da hatte ich nur bei einem Glück. Ich hatte dann keine Zeit, nochmal reinzugucken. Und ja, also erstmal hier, es gab ein kleines süßes Extra und zwar diese drei Sticker hier. Also das hier sind Sticker. Sehr süß. Und ja, was habe ich denn dort ersteigert? Und zwar die hier zum Beispiel. Die glitzern auch. Also hier hinten, das glitzert dann nicht. Nur das, was man wirklich ja, bügelt oder aufpresst. Auf Kleidung und ähnliche Sachen. Also die hier habe ich. Ich zeige euch jetzt einfach mal. Ne? So war es. Also wirklich total knuffige Sachen. Ihr seht das, ne? Also manchmal glitzern die. Der hier, das ist übrigens ein Muck von Muck-Kreation. Das ist, damit hat sie, glaube ich, angefangen. Die sind jetzt relativ klein. Sieht man ja an meiner Hand. Auch super süß. Echt, schaut da mal rein. Ich mache mir da wahrscheinlich jetzt ein Eigentor, weil ja, man steigert, er steigert es halt, ne? Also, wenn ich es möchte, habe ich Pech, wenn ihr es dann erwischt. Aber das ist okay. Lebkuchenmännchen, das habe ich mir zum Beispiel ausgesucht für meine Backschürze. Die möchte ich da gerne drauf machen. Also wirklich sehr bunt gemischt. Den mag ich auch total gerne. Kleinen süßen Hasen. Hier. Dann haben wir diese zwei. Also sie hat viele Sachen auch als Mädchen und als Junge. Die sind, Moment, glaube, das war hier so eine holographische Folie, aber ich weiß jetzt nicht genau. Da steht auch immer dabei. So, dann haben wir hier noch ein bisschen größere. Hier ist noch ein kleinerer, dieser süße Apfel mit dem Würmchen. Ist übrigens auch für dunkle Sachen geeignet. Hier finde ich auch total süß den Hasen. Also wirklich bunt gemixt, den hat man vorhin schon mal. Hier ist aber ein Glitzer. Diese hier und zu guter Letzt die große Avocado. Da mache ich mir die, also die werde ich mir selber auf ein T-Shirt machen. Die ist total cool. Und dann schummelt die auch noch. Und die sind hier so hinten. Also so sieht das halt aus. Welches Material kann ich euch nicht genau sagen. Ich bin da jetzt nicht so auf dem neuesten Stand. Ich wollte euch die nur mal zeigen.
wie süß das ist und ja, was ihr da halt so bekommt. Ich pack die mal wieder ein, dass hier nichts abhanden kommt. Das wäre super ärgerlich. So, dann machen wir mal weiter. Oh, Moment. Da muss ich erst was rausnehmen. Ganz kleinen Moment. Weil hier ist der Code für die Goodies dabei. Moment. Den werde ich natürlich nicht öffentlich zeigen. Der ist ja noch für Abonnenten. So, da muss ich, nehme ich erst noch was anderes raus. Und das hatte ich dann mit reingepackt. Und zwar das Abo von Annes Stempeldesign. Das ist hier oben. Februar 2024. Mal wieder sehr schöne Sachen. Texte könnt ihr euch durchlesen. Einfach anhalten. Ne? Stempel, wisst ihr, die sind größer. Wieder. So, dann hatte ich bestellt bei Batchmatic. Ich habe zwar keine Batchmatic, aber ich habe ja eine Vivo, heißt sie, glaube ich, Stanzmaschine. Und die Sachen passen da auch, soweit ich das weiß. Also es müsste eigentlich passen. So, und zwar habe ich mir total... Moment, ich habe ausnahmsweise mal was runtergeschmissen. Wie gesagt, spontaner Haul. Und zwar habe ich mir einmal Folien bestellt. Also ich habe nur Folien bestellt, es sind auch nicht viele. Den Magneten hier übrigens, den gab es so dazu. Und zwar ja, einmal hier in matt, 100 Stück. Sind die 59 mm. Dann die hier auch noch mal extra ein Hinweis, dass die normale Folie ist mir schon aufgefallen, die ist super dünn, dass die mit der normalen Folie verwendet wird. Jetzt muss ich noch mal ausprobieren, wie mir es besser gefällt, die Folie vorne oder die hinten. Also da habe ich einmal die, also diese beiden in 59 mm, das ist einmal die größeren und dann gibt es noch die kleinen. Und sieht man, funkelt wie verrückt. Ich wollte eigentlich andere Größen, aber irgendwie gab es wirklich nur diese. Gab natürlich, also es gab noch ein paar andere Größen mit der Folie, aber die waren leider alle nicht passend für mich. Ich habe hier mal einen weißen Cardstock, dass ihr es mal sehen könnt. Das sind jetzt die großen. Und ich packe euch auch mal eine von den kleinen aus. Wirklich ultra hoch bin. Ach, wirklich nein. Also wirklich, die sind super, super, super dünn. Auf dem Papier geht's. Und das ist der Unterschied. Das ist die große, das ist die kleine. Sieht man ja. Aber sieht mega cool aus. So, das machen wir gleich mal da rein. Ich hoffe, das klappt jetzt so einigermaßen. Am besten. Raus. Und das drauf. Ausprobiert habe ich es jetzt noch nicht. Ja. Alle raus und dann da rein. So. Also diese. Und dann habe ich noch für die 32 mm Regenbogen. Da steht's.
Definitiv Regenbogen. Ja. Und das war es tatsächlich schon. War nicht viel. Aber trotzdem für die 4 Folien und die 40 Euro mit Versand gekostet. Also sind nicht ganz günstig, aber es sind ja auch je 100 Stück drin. So, dann habe ich noch, das ist eigentlich der Hauptteil, bei Simones Bastelkram. Sie hatte ein Angebot, weil sie wohl umzieht. Hier nochmal alle Infos. Müsstet ihr bereits kennen. Ansonsten schaut mal meine anderen Videos, da findet ihr noch mehr. Ist eine Facebook-Gruppe. Es gibt auch eine Internetseite. Ich mache hauptsächlich über die Facebook-Gruppe und sammel dort. Hier gab es noch ein kleines Goodie. Das habe ich tatsächlich schon. Ja, trotzdem cool. Und noch hier Brausepulver. Das sind, glaube ich, 2 Stück drin. Nee. Hier ist nur 1. Jo, das war als Goodie drin. War jetzt auch nicht so viel, muss ich sagen. War echt eine Mini-Bestellung im Gegensatz zu sonst. Guckt eben hier an. Und zwar sind das mal wieder die DIN lang weißen. Ich habe gleich 2 genommen. Kartenrohlinge, einmal die Rohlinge und die Umschläge mit dazu. Das packe ich nämlich gleich beiseite, damit das schon mal weg ist. Nein. Und schon geht die Schmeißrunde schon wieder los. So, dann habe ich mir von Craft ID, die waren ziemlich günstig, diese Medium, die sind von der Größe relativ klein. Ich glaube, eine Farbe stand nicht dabei. Also da stand, glaube ich, nur rosa Türkis. Ja, habe ich 2-mal genommen. Wusste jetzt auch nicht, dass das, dass die aneinander sind. Ist aber nicht schlimm, kann man abschneiden. Da möchte ich gerne was mit ausprobieren und die habe ich dann auch nochmal in weiß-lila. Sind aber heller, wie ihr es hier seht. Das täuscht hier gerade ziemlich. Und dann machen wir ein Steinchen einmal weiter und zwar diese vom Marianne Design Enamel Dots Light Blue. Da steht in der Beschreibung, ach ja, genau, Light Blue Glitter. Und die sind richtig schön. Da habe ich schon geguckt. Da gibt es noch, ich glaube, 2 andere Farben. Goldene und noch ein dunkles Blau. Die habe ich mir schon rausgesucht. Dann messen wir das, bevor das runterfällt. Und zwar hat sie auch immer mal hier von Craft Sensation Sachen. Ich habe den ja nicht wirklich in der Nähe, den Action, wo das hauptsächlich verkauft wird. Und ich wollte mal ein paar Breads und vor allem die sind halt hier sehr günstig. Ich habe dann diese Farben gleich 2-mal genommen. Und dann habe ich diese hier noch, da habe ich auch gleich 2 genommen. Die gehen immer, da habe ich dann wieder was auf Vorrat und dann ist auch wieder gut. So, dann habe ich eine von Marianne Design eine Stencil und zwar hier so ein, ja, so ein Herbstblatt. Tiny's Fern. Das hatte ich schon eine ganze Weile auf der Liste. Deswegen musste das dann jetzt endlich mal mit. Dann ganz, was heißt uninteressant, aber die werde ich mir jetzt alle nach und nach mitbestellen. Diese Versafine Clear. Muss ich mir nur noch was basteln, dass ich die da auch alle unterbekomme. Ja, die sind toll, ne? Also ich kaufe mir jetzt einmal ein Stempelkissen und dann irgendwann die Nachfülltinten. Gibt es dort auch. Dann habe ich mal wieder von Craft Consortium. Der hat mir noch gefehlt. Das Inktops Organic. Sind jetzt Gelb-Grün-Töne. Ich blätter nur mal schnell durch.
auch mal was für Männerkarten. Dann habe ich diese drei, also eins, das sind so Aquarellfarben. Ich hätte das mal. Was mich ein bisschen enttäuscht, also es ist auch hier so ein Pinsel zum Befüllen dabei, dass das nur so ein Plastikding ist. Da muss ich mal gucken, das muss ich irgendwie anders unterbringen. Das finde ich nicht schön. Also die Farben finde ich schön. Die finde ich echt schön. Hier ist eins. Also komischerweise, das war jetzt nicht in Folie. Die anderen beiden sind noch in Folie. Packe ich jetzt mal nicht aus. Ihr seht hier, wie es aussieht. Das andere hatte ich übrigens vorher nicht ausgepackt. Ich habe es schon gesehen, dass das, naja, in so einer Pappaufbewahrung ist. Ja, und die zwei Farben noch. Dazu habe ich noch was mitgenommen von der Arbeit. Das wollte ich eigentlich verkaufen, aber dachte dann, ach, nimm's doch zum Basteln. Und zwar, das geht jetzt, au, das geht jetzt leider nicht so richtig auf hier, ne? Ich habe keine Ahnung, warum. Na toll, ich muss es einfach rausschieben. Und zwar dieses, also das ist jetzt nicht von Simone. Das ist, das habe ich woanders her. Und zwar sind das hier auch 12 Watercolor-Farben. Die sind auch richtig schön. Es ist halt, ne, wesentlich kleiner, aber die Aufbewahrung ist okay, ne? Also nicht so Pappdinger hier. So, dann habe ich mich mal ein bisschen mit Bellum ausgestattet. Das letzte, was ich gekauft habe, ist irgendwie spurlos verschwunden. Gleich verschiedene genommen. 120 Gramm. Habe auch, das ist einmal A4. Ich müsste hier, ach genau, hier A4. Hatte ich gleich zwei Stück. Und dann habe ich noch mit 150 Gramm Tour genommen. Auch gleich zwei Stück. Ebenfalls A4. Da sind jeweils 10 Stück drin. Und dann habe ich noch A5 genommen. Auch 150er Grammatur. So, dann habe ich noch von Craft ID. Keine Ahnung, ich kenne diese Firma nicht. Hier so ein A4 Block. Und zwar mit so Holz und, also wie schon hier steht, Textur. Das fand ich ganz hübsch. Ich habe den auch tatsächlich zweimal genommen, weil ich den auch ganz schön für schnelle Kartenhintergründe finde. Der ist doppelseitig. Nicht wundern, mein Bauch knurrt. Sorry, ja, scheint immer Vorder- und Rückseite. Jetzt ist nur die Frage, sind die jetzt doppelt? Ah ne, die sind wirklich ein Papier, aber doppelseitig. Ist natürlich auch schwierig, wie, ich meine, ich muss mich nicht entscheiden, aber ich habe halt auch immer nur ein Papier. Aber naja, gut, dann Holz. Auch ganz hübsch. Bisschen Marmor. Das ist auch nochmal Marmor. Holz. Ja gut, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor in der Größe. Hier Holz, das geht immer. Das ist, ja, doch, kann man gut sehen. Marmor, mein Marmor. Und hier Holz. Das würde ich sagen, ist Stein. Doch, hier haben wir Stein. Viel Holz dabei. Das finde ich total witzig. Irgendwie passt das nicht so richtig rein. Das hier vorne überhaupt drauf? Oh. Schaut mal. Ganz klein. Klitze, klitze, klein an der Seite. Ich hätte es so nicht erwartet, aber naja, wird sich auch was finden. Dann zur Schrift. Ja, mehr Schrift, das ist, glaube ich, ja, das ist dunkler wie das andere. Ja, also an sich, wie gesagt, ein schöner Block. Und den habe ich gleich zweimal. Wenn da nur ein Blatt drin ist,
bin ich froh, dass ich gleich zwei genommen habe. Ne? Und dann habe ich noch, Moment, und zwar Stickles. Stickles in Roségold. Und da wollte ich euch eigentlich die Farben mal zeigen. Jetzt habe ich hier natürlich. Moment, hier habe ich einfach so ein weißes Stückchen. Also, ihr müsst beachten, ne? Stickles sind keine Nuvo Drops. Also, Nuvo Drops macht ja hier einen Punkt. Also, das läuft auch ganz gut hier durch. Also, deswegen, ich mag die sehr gerne. Nuvo Drops, ich mach gleich mal weg. Macht ihr ja einfach nur so einen Punkt. Und mit denen könnt ihr aber auch malen. Muss gleich mal gucken. Hier hängt jetzt irgendwas. Vorführeffekt wahrscheinlich. Aber ihr seht schon, ihr könnt mit denen malen, ne? Dann habe ich hier Twinkle. Ich glaube, den habe ich schon. Ich wusste jetzt gar nicht mehr genau, was ich schon habe und was nicht. Geht natürlich auch feiner. War jetzt ein bisschen viel. Also das ist Twinkle. Funkelt auch ganz hübsch. Dann haben wir Icicle. Also ihr seht, ne, also das Glitzer geht da durch. Ich weiß nicht, was bei dem anderen. Muss ich gleich mal gucken. Hier hängt auch was. Aber, ach, Moment. Der ist nicht richtig aufgeschnitten. Oh, jetzt kommt natürlich alles raus. Ja, das war ein bisschen viel. Also mit dem Vorführeffekt, das ist heute nicht so ganz meins. So, also, ne, hier, es geht auch dünner. Das ist Icicle. Mal kurz gucken. Das bei dem Roségoldenen auch hilft. Jetzt, ach, irgendwas hing. Ist zwar jetzt auch ein bisschen sehr viel, aber ihr könnt es erkennen. Wollte euch ja eigentlich nur mal die Farben zeigen. So, und dann noch Black Diamond. Oh, jetzt habt ihr es gar nicht gesehen. Moment. Aber oh, ich zeige es euch. Also, es geht auch dünner. So, das ist jetzt Black Diamond. Das ist auch schwarz und da ist halt so ein bisschen gefunkelt drin, ne? Ich mach das gleich mal weg, bevor ich sie noch irgendwo hinschmeiß. So, ja, also die vier noch. Ja, das war's schon. Mehr war's tatsächlich diesmal gar nicht. Ja, ich denke, es reicht aber auch. Ne? Und ja. Dann, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn es heute echt spontan war. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut auch gern wieder vorbei. Und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!